Die Motorsportwelt trägt schwarz und nimmt Abschied von Jules Bianchi. Der 25-jährige Marussia-Pilot lag 9 Monate im Koma, nachdem er vergangenes Jahr beim Großen Preis von Japan schwere Kopfverletzungen erlitten hatte. Vergangenen Freitag verkündete die Familie des Franzosen dann, dass der Kampf um sein Leben vorbei sei. Alle großen Namen des Motorsports erwiesen Bianchi auf dessen Beerdigung in Nizza die letzte Ehre. Neben den Formel-1-Stars Lewis Hamilton, Felipe Massa, Nico Rosberg und Jenson Button war auch die französische Rennsportlegende Alain Prost vor Ort, als Bianchis Sarg aus der Kirche gebracht wurde. Der deutsche Weltmeister Sebastian Vettel und Romain Grosjean fungierten als Sargträger für ihren Ex-Kollegen, der dem ersten tödlichen Unfall in der Formel 1 seit 1994 zum Opfer fiel. Auch FIA-Präsident Jean Todt war unter den Trauernden. Sein Sohn Nicolas war Bianchis Berater und fasste die Stimmung unter den Trauernden treffend zusammen. Es war sehr emotional, alle Formel-1-Fahrer und Freunde hier zu sehen. Das war die beste Anerkennung, die wir Jules geben konnten. Leider hat er nicht mehr die Chance, den Applaus der Fans zu hören, denn seine Karriere war viel zu kurz. Heute haben ihm die Menschen die Anerkennung gezeigt, die er jeden Sonntag und alle 14 Tage auf der Strecke verdient gehabt hätte. Als Zeichen des Respekts hat die Formel 1 beschlossen, Bianchis Fahrernummer von nun an zurückzuziehen. Die Fahrer dürfen ab sofort eine Nummer wählen, die sie über ihre gesamte Karriere behalten werden. Die 17 von Jules Bianchi allerdings wird nicht mehr zur Auswahl stehen. Es waren emotionale Szenen in Nizza, wo Fans und Motorsportgrößen vereint waren in ihrer Trauer. Eine verheißungsvolle Karriere ging viel zu früh zu Ende und zeigt einmal mehr die Gefahren, die der Rennsport mit sich bringt.